those subwoofers, dude. And check this out. Tja, hallo Leute, willkommen zurück. Grüß euch. Seid gegrüßt, liebe Gaming-Fans. Herzlich willkommen zum letzten Teil von den Pocket Adventures. Wir sind im letzten Abschnitt, der verfügbar ist in der Open Beta. Machen die Member Pocket Adventures. Member-Status muss man haben. Den kann man sich auch in-game aber freispielen. Und das wird eine von den letzten Pocket Adventures sein. Seht schon auf der Karte, die war ganz klein. Instanz. Und viel wird nicht mehr kommen. Wir sind jetzt am Weg noch durchs letzte Gebiet halt und da schaue ich halt, wo die Pocket Adventures überall sind. Und vielleicht haben wir ja Glück und gewinnen heute eine Figur beim Endgegner quasi als Loot. Deswegen geht man da quasi rein. Das ist so ein Bonus, nachdem man halt, da kann man farmen für die Figuren dann. Schauen wir, vielleicht haben wir ja Glück heute. Ja. Ich ziehe jetzt auch weiter am Motorrad. Bam. Das ist wieder die Höhle, was wir vorher schon einmal gesehen haben. Ist wieder sehr gleich alles. Die haben wir, also, ja, schon auf jeden Fall einmal gehabt in einem von den folgenden Parts. Wow. Die hängen mal. Overlord. Das ist sicher eine Figur für mich. Overlord. Wow. Muss ich wieder mal ein bisschen aufpassen da. Wahnsinn. Sind auch viele, es gibt's doch nicht wirklich. Alter. Ja, taktischer Rückzug ist angesagt. Kein Heiltrank mehr. Charaktere sollten gleich wieder da sein, die anderen. Dann geht's wieder vorwärts. Rennen die so lange mit? Na, die setzen nicht zurück schon. Hoffentlich. da ist auch Mantis Lord, um Gottes Willen. Naja. Und schön, wie es zurückgezogen werden, alle. Können nichts machen. Den muss man unbedingt wegkriegen. Spawnen aus den Eier die ganze Zeit. Diese Mantis-Krieger. So, und jetzt nochmal richtig. Ja, Hälfte schon. Zu viele von den Kleinen, das ist ja unglaublich, bitte, wie viele sind. So. Schöne Nachladeruckler gehabt, das ist herrlich bei dem Spiel manchmal, wenn es so schön zum Laggen anfängt. Warum auch immer ist die Frage, weil es gibt eigentlich gar keinen Grund, ich bin allein auf dieser Instanzebene auch. Naja, wer weiß es, ich spiele mit 60 Frames, also mein PC liegt es nicht. So, jetzt noch die 3000 runterhauen, das gibt's auch nicht. Das war's. Gib mir eine Figur. Gib mir eine Figur! Und wieder nicht. Schade, 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 schade. Eine der letzten Instanzen. Und
Insgesamt bei alle von diesen Pocket Adventures habe ich vielleicht zwei Figuren gekriegt jetzt. Also das ist wirklich was, was man wahrscheinlich längerfristig farmen muss. Und so ist man halt dann beschäftigt bei dem Spielen, ne? Die ganzen Welten immer durchgehen, die ganzen Bosse machen. Da kann ja auch vielleicht so ein Sackerl droppen mit einer Figur. Und dann kannst du aber das Pech haben, dass die Figur doppelt ist auch noch, ne? Das muss man auch sagen. Das ist wieder so eine Nachteilsgeschichte. Ich glaube, wenn man eine kauft, dann hat man eine Garantie, dass man eine hat quasi bekommt, die man noch nicht in der Instanz quasi gefunden hat irgendwo, weil das wäre doch echt sinnfrei, wenn man das doppelt kriegt, ne? Und dafür zahlt auch noch. Also das wäre Wahnsinn. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das schon richtig gemacht haben. Das ist immer besser, man hat das Motorrad mit dem man einfach schnell durchdüst. Das ist echt ein praktischer Charakter. Der baut zwar ein bisschen langsamer da, wie man sieht. Aber ja, dafür das Motorrad, das hilft manchmal. Wenn man viele Gegner hat und so, ist das schon echt praktisch. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ob wir noch was finden. Vielleicht dann in der Burg, wenn wir die Königin, Richtung Elendkönigin gehen. Ja, hat er doch die Star geht's wieder. Ja. Ja, schauen wir mal. Ist jetzt noch was oder war es das schon da wieder von diesem Spielbereich? Alien Welten. Runter, yes. Wow, mega lag, cool. Überhaupt nicht cool eigentlich. Schade, ich hätte gerne diese Animation noch einmal gesehen. Aber ja, man muss sich wohl damit zurechtfinden, dass man es nicht sieht, wenn es da so mega lagt. Es ist ein Wahnsinn, ich möchte doch nur zurückgehen und nicht mal das macht er. Ja, scheinbar hat es da schon noch so seine Haken, auch die Beta auf jeden Fall. Wobei das halt Fehler sind, die gleich ausgemerzt sind. Kann man sich vorstellen, dass wegen dem scheitern sollte, ne? Und da haben wir, was haben wir da? Was haben wir da? Wunderbar. Alien Command Center, ein Epic Dungeon. Ich frage jetzt, ob das Wort Epic als Schwierigkeitsstufe vielleicht ist. Schaut größer aus. Einmal. Spannend. Endlich. Ja, mal switchen am Captain, der macht ein bisschen mehr Schaden schon. Und dann geht's dahin. Yeah. Wunderbar. Ja, wenn er viel auf dich auf einmal Schaden macht, dann verliert man schon ziemlich schnell die Energie. Wenn man es halt schön gemütlich langsam macht, dann kann man es echt schaffen. Ist überhaupt kein Problem dann. Ein bisschen Charakter wechseln, sich heilen dazwischen, diese Upgrades auch verwenden. Wenn man getroffen wird zum Beispiel, geht das weg, das Schadensupgrade, ne? Gesehen? Getroffen und weg was. Wenn man das alles ein bisschen taktisch verwendet, dann hilft einem das sicher mehr, als wenn man einfach nur quasi, wie ich, abfahrtsmäßig reinrennt, ne? Wobei ich schaff's so auch, ist kein Problem jetzt gewesen bis jetzt. Trotzdem, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich die Upgrades behalten. Da wieder eins. Frage ist, wie lange das halten. Nicht sehr lange. Aber ich muss sowieso Charakter wechseln. Bam, bam, bam. Okay. Stellen wir das halt, wenn wir schon einmal da sind. Ist da noch was? Ja, wahrscheinlich auch, ja. Jo, du. Und da ist das Motorrad wieder praktisch. Der schwerste Endgegner, jawohl. Komm.
gleich im Fernkampf die Kanonen. Die stören immer, wenn man kämpft, irgendwie gegen die Endbosse. Und so auch von links, die Energiebälle überall schießen es auf dich. Da musste man echt Acht geben und so. Da drei Schläge mit Schraubenschlüssel und... Schaut schon anders aus, die Geschichte, plötzlich. Yeah. Dann da spawnen plötzlich wieder eine ganze Partie. Drei auf einmal weg, so soll es sein. Vierten auch noch kommen, yes! Mal gestunt kurz noch, muss man gleich nutzen, die Chance. Den Charakter mal geopfert, dafür haben wir viele ausgeschalten gleich. Den sollte man nicht opfern, das ist der Fernkämpfer. Oh, schon richtig schwierig, der Boss, ehrlich gesagt. Macht so viel Schaden, das gibt's ja nicht, bitte. Den Zauberer mal rausnehmen aus der Kalkulation da. Bam. Und gleich spawnt einer nach. Das ist urderb. Das gibt's ja nicht, bitte. Puh. Ja, mal kurz kiten. Heißt im Kreis rennen, ne? Ohne dass dich die Gegner halt treffen. Und nirgends vielleicht einmal ein kleines Herz jetzt, wo ich es mal brauchen würde, ne? Sonst, wenn ich es nicht brauche, spawnen überall in jeder Kiste welche. Ja, rein mal noch kurz, bis die anderen Charaktere wieder da sind. Dann soll es passen. Dazwischen kann man immer diesen Schadensding hinmachen. Alle 3 Sekunden oder so. Das ist, wenn man einen Nahkämpfer hat, ne? Muss man auch ran. Komm jetzt, let's go. Jawohl. Halben reinfetzen. Und jetzt ihn noch. Und außen fallen immer die Lego-Sachen neu zusammen. Das ist, liegt am Server. Org. Das gibt's mal nicht. Und habe ich mir jetzt eine Figur verdient vielleicht? Ja, viel Loot auf jeden Fall. Ja, bei dem Gegner war leider nichts dabei. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen weiter. Let's go, let's go. Let's go, right here, right now. Auch mit Charakterwechseln laggt es unglaublich. Man sieht es auch bei den Angriffen und so. Ein bisschen stotterig das Ganze. Wahnsinn, diese sind arg. Ja, da war mal ein Herz dazwischen dabei, nicht schlecht. Endlich, und da ist der nächste Gegner oder was? Ja. Mal kurz warten, bis die aufgeladen sind. Schneller! So, ich bin Mechaniker. Komm her, mein Freund. Ja, die kommen doch raus aus den Röhren extra noch, okay. Oh oh, verdrückt. Ja. Ja, yeah, ich habe gerade rausgefunden, man kann sich mit den Pfeiltasten bewegen auch. Man muss gar nicht mit der Maus mehr klicken. Ja, das ist nicht schlecht. Cool. Das finde ich jetzt raus am Ende, ne? Wo ich alles gespielt habe schon.
Also ich glaube, das ist aber erst mit dem letzten Patch kommen, weil am Anfang haben wir das extra testet bei unserem Let's Play auch. Ist ein Wahnsinn, wie man da auf die Schnauze quasi kriegt. Das ist arg. Kann man auch nicht viel herumkiten, ne? Schau, da ist wirklich Platz. Fernkampf ist da auch nicht viel. Kann ein bisschen so drauf haben, zweimal noch. Wow. Naja, 50 Leben von Ding ist nicht mehr viel. Da geht's direkt weiter auch. Ich dachte, der Captain war schon frei. Ich dachte, der zwitscht am Captain. Aber anscheinend nicht. Fokus-Taktik probieren. 6000 Leben ist halt schon viel, was er hat. Avengers Assemble, wo sind's, wenn man's braucht? So, da werde ich mir mal sie nehmen. Tja, probieren wir es mal mit die drei jetzt. Ganz einfach, weil wofür haben wir die anderen Charaktere? Vielleicht können die ja auch was. Vielleicht bringt es das. Wenn wir so eine Verteidigung außen haben, sind schon chill. Mal schauen. Avenger macht schön Schaden wenigstens. Das ist sehr positiv. Ja, aber nur Schaden ist da nicht alles. Da hätte ich schon gern einen zweiten, der mir hilft, ganz ehrlich gesagt. Komme ich gar nicht nach. Das ist ja Wahnsinn, bitte. Keine Chance. Keine Chance mit die. Muss ich mir echt die besten rausnehmen, ne? Wie den Motorradfahrer, weil der, weiß ich nicht, auch nicht viel bringt. Mies. Dem können wir wegfahren halt wenigstens, ne? Den werde ich mir auf jeden Fall einmal nehmen. Dann den Captain, der macht auch schön Schaden. Und dann den Alien. Ich glaube, das wird die beste Lösung sein, mit die drei das probieren. Ein Versuch noch. Ja gut, dann noch einmal. Dachte, dass man vielleicht die Eier zerstören muss. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Wahnsinn, wie schnell er auch schießt. Das gibt's ja nicht. Muss mal wechseln, bevor der wieder gleich tot ist. Das gibt's ja nicht.
Was ist, wenn der mit seinem Zauberstab auf die Eier schießt, passiert dann auch nichts, oder was? Oh, ich glaube, mein Charakter hängt in der Ecke. Das ist uncool. Oh, das ist nicht cool. Ich komme nicht raus. Oh. Ja, das ist halt mies. Kann ich nichts machen, außer sterben. Oh. Da kann ich nichts machen. Nochmal. So einfach kann es gehen. Unglaublich. Wo mich da gerade so herumdauern hab die ganze Zeit. Ching ching. Und hin. Und viermal gestorben. Ätzend. Wahnsinn. Und jetzt so einfach und schnell. Glaubt man nicht. Glaubt man nicht. Ja, das ist bis jetzt die schwerste Instanz. So habe ich es mir vorgestellt, dass ich auch mal sterbe, dass ich auch mal überlegen muss, die Taktik und so. Und im Endeffekt habe ich mal ein paar Versuche gebraucht. Ist eigentlich nichts, was ich schlecht finde. Ehrlich gesagt, ich finde das immer gut, wenn man so einen knuffligen Boss mal dabei hat, wo man ein bisschen herumdüfteln muss. Ein bisschen rausfinden, wie ist die Mechanik dahinter und so. Wie verhält sich's, wenn ich das mache. Ist cool, gefällt mir. Figur habe ich halt keine gekriegt, ne? Das ist halt wieder mal schade. Aber was willst du machen? Wenn man da hängt manchmal, das ist Wahnsinn. Bitte. Das glaube ich doch nicht. Oh mein Gott. Drei Gegner. Und an die sterbe ich ernsthaft. Glaubt man nicht. Ja, so kann es gehen manchmal, Freunde. Übermut, ne? Das ist selten gut, aber... Ist halt der Ruf zur Größe, ne? Der dich motiviert. Schauen wir weiter. Die kleinen Bienen brauchen sich da nicht beschäftigen. Ja, wenn du gleich 7 bis 10 Gegner auf einmal hast oder so. Ist einfach Wahnsinn. Zu viele ist nicht gut. Und dann noch diese Kanonen da. Die Eier kommen dann noch dazu. Das ist... Wack. Holen wir das Schadensbonus-Ding noch schnell.
Ja, das ist einmal etwas schwieriger gewesen. Cool. Wreak Havoc in der Crystal Depot. Na, passt mal auf. Laserwaffen gegen Laserwaffen. Wer hat zuerst geschossen, ne? Ich. In dem Fall. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, das werden wir vielleicht bald erfahren. Das ist aus Episode 7, wenn es dann vielleicht eine kleine, was ist, eine kleine Cameo-Joke quasi einbauen. Muss ich das zerstören? Sind das? Ja, anscheinend. Passt. Da, 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 da. Echt cool auch, dass man drei Charaktere hat und nicht nur quasi mit einem spielen muss wie in anderen Spielen. Das finde ich schon geil, dass man so einfach durchswitchen kann. Das macht echt Laune. Die Gegner halten schon ein bisschen was aus, auch für mein Level da, ne? Level 20. Ah, jetzt sehe ich gerade, ich kriege gar keine Erfahrungspunkte mehr. Das heißt, Level 20 ist das Maximum-Level. Und nicht Level 25, glaube ich, wie der Player Nick gemeint hat. 20. Ich gebe keine EP mehr und es ist auch logisch vom Content her, es reicht ja auch, ne? Es ist genauso ein Schwierigkeitslevel, das noch Spaß macht. Ja, und da habe ich die Quest auch fertig. Herrlich. So dann. Oh. Schade, dass die Wirbelstürme nicht ein bisschen mehr Flächenschaden machen. Oh, zu viele. Zu viele. Oh, ein Herz. Endlich mal, wenn ich es brauche, ein Herz. Unfassbar. Wieder mal. Wow. Man glaubt es nicht. Tatsächlich. Episch. Cool. Mal alles, alles wird zerstört. Brauchen wir nicht hin. Ja, diese aufgeladenen Schüsse mit dem Laser, die sind schon wert. Machen viel Schaden. Doch alles was halt treffen am Weg, wenn es durchfliehen. Geht denn ab, bitte? Ich kann den nicht angreifen. Ja, so ist es halt. Dann bleibt er zurück. Verarschst du mich nur? Bam. So schaut's aus, wenn man Schabernack treibt mit mir. Gibt's
hatte nämlich Schraubenschlüssel im Kopf. Ching. Batsch und Sprung. Jawohl. Die Wirbelstürme machen ja auch auf alles Schaden am Weg, wie es ausschaut. Jetzt like. Super, hast du gesehen? Wahnsinn, hast du gesehen bitte? Unglaublich, Mörder-like. Das kostet mal halt auch manchmal, glaube ich, ein bisschen was. Vielleicht war das beim Endgegner das Problem, das gelaggt hat. Wobei ich mich nicht darauf hinausreden will, bitte. Und ein bisschen heilen. Boah, da wechseln die Charaktere auch gerade gar nicht und so. Da waren Heiltränke auf jeden Fall praktisch. Na super, alles hängt und ich kann nicht einmal schießen. Jetzt werde ich wahrscheinlich... Ja, ich kann mich nicht bewegen, Freunde. Das ist halt super, ne? Na, das ist ein großartiger Kampf. Sicher entertaining für euch, ne? Wuhu. Super, yeah. Wahnsinn. Ja, ich versuche ihn einfach nieder zum Schießen, was soll ich sonst machen? Ich hoffe, dass jetzt nicht dann 10 kleine Ads wiederkommen, Zauberer und weiß der Teufel was. Und da fliegt auch schon die erste Kugel. Ich komme nicht weg, es ist so unfair einfach. Ich drück... Oh! So ein Scheißspiel. Sowas regt mich wirklich auf. Wenn man sich nicht bewegen kann, bitte. Habt ihr es mitgekriegt gerade, bitte? Unfassbar sowas, oder? Jetzt greifen die Minions an. Ich habe 0 Leben, ernsthaft? What the hell? Vielleicht überlebe ich sie ja bis... Wow! Sehe vorbei, oder? Jetzt sterbe ich. Was? Was ist da los, bitte? Das ist ja komplett kaputt. Und das ist halt gleich ein großes Negativ. Wirklich gleich Minus. Fettes Minus. Org. Alles laggt, ruckelt und man kann nichts machen. Ich kann mich nicht einmal hier in der Spielwelt bewegen. Ja, ich habe kurz gewartet. Probieren wir es mal. Auf geht's. Ja, ein bisschen flüssiger als vorher, aber auch noch nicht wirklich hundertprozentig. Wow, 5 hintereinander kann man... Wahnsinn, seht ihr das, was da kommt? Oh Gott, oh mein Gott. So, aber jetzt. Wenn es ein bisschen flüssiger geht, dann schafft man es auch. Figur habe ich leider keine bekommen, aber es war eine schwere Instanz. Das hat man taugt. Und es ist noch nicht vorbei, ne? Anscheinend. Ob da noch ein Boss kommt? Schaut fast so aus. Ich dachte, das Level ist da schon aus, quasi.
Das Pocket Adventure. Boah, diese Viecher sind so nervig, die kann man gar nicht mehr umgehen. So sollte die Instanz sein, dass dich echt so stört, dass man alles wegmachen muss. Content, ja, das bringt's. Man gezwungen, dass man das spielt auch. Finde ich besser, schwerer, ein bisschen auch für die erwachsenen, erfahrenen Spieler eine Herausforderung. Tja, so einfach geht's. Ein bisschen ausweichen, taktisch. Bam. Damit Fokusschaden ist weg. So, was kommt? Sind wir fertig, oder? Noch ein Sprung. Cool. Avengers, Assemble, Alien Commander. Okay. Interessant. Was, ich kann nicht reingehen? Ich kann nicht reingehen, oder? Oh ja, jetzt, das war verpackt. Hab mich nicht reinlassen. Jetzt habe ich halt Glück, weil ich schon Leben abzogen habe, dem Ding. Wow, da kommt man gar nicht weg aus diesen... Direkter Beam, kann man so fast sagen. Ein Schraubenschlüssel, ein Raumschiff, na klar, komm, bam, bam. der macht viel Schaden. Urderb, oh mein Gott. Da, was kommt, oh, da können wir hoffentlich Verbündete rufen. Überleb's bitte, oh no. Schnell, schnell. Yes, genau das brauche ich. Endlich. Wow, da kommt man nicht weg. Urknapp, wie in der Matrix. Cool. Wow. Heftig, wirklich heftig. Muss man echt aufpassen, wenn das Ziel kommt, dass man gleich wegkommt, das rote X. Die Laser machen viel Schaden. Das hat mich das Leben kostet. Aua, wow. Nein, nein, Avengers, schnell noch vor. Aber jetzt. Yes! Commander Z ist besiegt. Herrlich, das war die Instanz. Pocket Adventure, ein großes, schweres, muss man echt sagen. Aber ja, herausfordernd. Ist genau das, was ich mal gewünscht habe, ein bisschen. Was auf meiner Schwierigkeitsstufe. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war hier eine lange Episode. Jetzt wahrscheinlich schon wieder zu lang. Aber ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bedanke mich, das war... das letzte Pocket Adventure. Wenn ihr mehr sehen wollt, bitte fragt einfach. Und also ich sage jetzt das letzte, ich gehe davon aus. Aber falls nicht, kommt noch ein Video, einfach so einfach ist. Bis dahin, macht's das gut. Danke, mein Name ist Quadox, EGV, out.